Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Ja, heute machen wir mal ein wenig OMSI auf einer anderen Art. Wir werden jetzt nicht das Spiel kommentieren, sondern ich habe eine Anfrage bekommen vom Yves. Er wollte mal von mir wissen, ob ich nicht eventuell mal was über die Sehenswürdigkeiten von Köln erzählen kann. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, ich habe mir einiges rausgesucht, weil alles im Kopf haben kann ich nicht. Ich habe mir alles niedergeschrieben, was ich so erzählen kann, möchte und werde. Und ich denke mir mal, im Hintergrund seht ihr, wie ich OMSI fahre. Nicht wundern, da ist natürlich wieder das ein oder andere dabei, was nicht so schön sein sollte. Wir fangen an. Der Kölner Dom ist bei mir natürlich Punkt 1, denn in Köln ist ganz klar der Kölner Dom. Melosse, der Dom in Kölle, denn da gehört er auch hin. Der Dom gehört zu Köln wie das Kölsch. Man mag heute nicht mehr so recht glauben, dass der Kölner Dom in seiner heutigen Gestalt erst 1880 fertiggestellt wurde. Sein architektonisch einheitliches Bild und sein doch recht verwittertes Antlitz lassen ihn älter erscheinen, als zumindest Teile von ihm sind. Baubeginn für den Kölner Dom war 1248. Nachdem die mutmaßlichen Reliquien der Heiligen Drei Könige im 12. Jahrhundert aus Mailand nach Köln verbracht worden waren, entwickelte sich Köln zu einer stark besuchten Pilgerstätte. Der alte Dom, der bereits seit 870 stand, war dem Andrang nicht mehr gewachsen. Stil des neuen Doms sollte die französische Gotik sein. Vorbild waren die Kathedrale von Amiens, Paris und Straßburg. Anfang des 14. Jahrhunderts konnten zunächst der Chor eingeweiht und die Fundamente für die West- und Südfassade sowie den Südturm gelegt werden. Am Südturm wurde das gesamte 14. Jahrhundert hindurch gebaut, jedoch recht langsam, bis die Bauarbeiten 1560 schließlich völlig eingestellt wurden. Und das für ganze 300 Jahre. Ja, stell dir mal vor, 300 Jahre lang Baustopp. Der Grund soll die fehlende Finanzierung gewesen sein. Und so stand der Dom jahrhundertelang als große Ruine samt hölzernem Baukran in der Mitte Kölns. Ende des 18. Jahrhunderts benutzten napoleonische Ende des 18. Jahrhunderts benutzten napoleonische Truppen ihn zuweilen als Pferdestall und setzten ihn arg zu. Im Zuge des Napoleonischen Krieges und dem erstarkten Willen nach einem gemeinten deutschen Nationalstaat kam auch der Wunsch auf, den Dom weiter zu bauen, als Symbol nationaler Einheit und Stärke. 1842 wurde erneut ein Grundstein für den Bau des Kölner Doms gelegt. Die Finanzierung kam diesmal vom Zentraldombauverein zu Köln und dem Königreich Preußen. Ein kleiner Exkurs. Das protestantische Preußen hatte zu dieser Zeit die Herrschaft über das Rheinland und versuchte mit dieser finanziellen Spritze
das Verhältnis zum katholischen Köln etwas zu entspannen. Ja, das ist auch natürlich ein Stückchen Vergangenheit. Da könnte man eventuell oder da könnt ihr euch ein bisschen schlau draus machen, um festzustellen, wie ist denn überhaupt das Bundesland Nordrhein-Westfalen entstanden? Hat auch damit zu tun. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom zwar schwer getroffen, aber nicht völlig zerstört, sodass er vergleichsweise schnell wiederhergestellt war. Heutzutage kämpft der Dom vor allem gegen den Zerfall seines Gesteins bzw. gegen Steinfraß, was ihm auch die sehr dunkle Anmutung verleiht. Das ist auch so, ne? Also man sieht eigentlich nur noch am Kölner Dom eine Baustelle. Das ist eine 365-tägige Baustelle quasi. Architektonisch erscheint der Kölner Dom trotz seines jahrhundertlangen Bauzeit einheitlich. Die gotischen Elemente der ersten Bauphase wurden geschickt mit den neugotischen der zweiten Bauphase verbunden. Besonders bekannt ist der Kölner Dom für den Dreikönigenschein und das Gerokreuz. Der Dreikönigenschein beherbergt die mutmaßlichen Gebeine der heiligen drei Könige. Er ist das größte noch erhaltene mittelalterliche Reliquienschrein und gleichzeitig die größte mittelalterliche Goldschmiede Europas. Oder eher gesagt Goldschmiedearbeit. Ne, das ist eine Arbeit gewesen. 2,2 Meter lang, 1,1 Meter breit und 1,53 Meter hoch. 74 vergoldete Figuren zeigen die Heiliggeschichte und über 1000 Edelsteine und Perlen schmücken den Schrein zusätzlich. Das Georgkreuz aus dem 10. Jahrhundert ist ebenfalls eines der ältesten erhaltenen christlichen Kunstwerke diesseits der Alpen. Es ist beinahe 3 Meter hoch und aus teilvergoldetem Holz. Der Kölner Dom ist ein unbedingtes Muss bei einem Kölner Städtetrip. Und die Top-Adresse unter den Kölnern Sehenswürdigkeiten. So, jetzt haben wir es. So, als nächstes, was ich vorstellen möchte, das ist das Museum Ludwig und Römisch-Germanisches Museum. Auch dazu kann ich euch ein klein wenig erzählen. Unweit des Kölner Doms, also es ist echt nicht weit, es ist quasi direkt hinter dem Kölner Dom, befinden sich zwei der bekanntesten Museen der Stadt. Zum einen das Museum Ludwig, das sich der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts widmet, und zum anderen das Römisch-Germanische Museum, das sich der archäologischen Geschichte Köln verschrieben hat. Mit seinem umfangreichen Pop-Art-Sammlung und der drittgrößten Picasso-Sammlung weltweit sowie zahlreichen Gemälden des Expressionismus, der neuen Sachlichkeit und der russischen Avantgarde zählt das Museum Ludwig zu den wichtigsten Kunstmuseen der Welt und eine der besten Köln-Sehenswürdigkeiten in der Altstadt. Ja, zur Altstadt werden wir nämlich nachher auch noch kommen. Nicht weniger interessant ist das Römisch-Germanische Museum. Auf mehr 4500 Quadratmetern Ausstellungsfläche kannst du die römische Stadtgeschichte Kölns entdecken. Die bekanntesten Attraktionen sind das Dionysius-Mosaik und das 15 Meter hohe Poplicius-Grabmal. Das sind immer schöne Wörter, ne? Diese beiden römischen Köln-Sehenswürdigkeiten können kostenlos, ne? Das Museum deswegen kostenlos, kostet nichts. Durch ein Panoramaglasfenster bestaunt wird. Wer in Köln römische Sehenswürdigkeiten sucht, der wird hier ganz garantiert glücklich. So, ich habe ja gerade gesagt, wir kommen zur Altstadt, ne? Altstadt, Altstadt, Altstadt. Das ist ein Muss. Die Kölner Altstadt sollte man kennen. Eine der vielfältigsten Sehenswürdigkeiten in Köln ist die in der Innenstadt gelegene Altstadt. Nicht nur, dass in der Kölner Altstadt die besten Köln-Sehenswürdigkeiten liegen und man sie fast alle bequem und zu Fuß ablaufen kann, sticht das Stadtzentrum auch noch durch seine einzigartigen Häuser, die gastronomischen und kulturellen Szene
sowie das breite Shoppingangebot hervor. Besonders berühmt sind der Alte Markt, die Hohe Straße und die Schildergasse. Auch hier möchte ich euch einen kleinen Exkurs geben. Wir werden bei deinem Köln-Sehenswürdigkeiten-Rundgang, sofern du einen machen möchtest, durch die Altstadt bestimmt die Fratzen mit ihren spitzen Eckzähnen an zahlreichen Häuserwändern auffallen. Die sogenannten Schandmasken. Um ihr gruseliges Aussehen rankt sich die Legende von Erzbischof Arno. Der soll seinerzeit einer armen Witwe, die um Geld geprellt worden war, geholfen haben. Die Missetäter wurden geblendet und an deren Häuser diese Masken gehängt. In Wirklichkeit sind die Masken jedoch Vorrichtungen für einen Flaschenzug. Aber die Legende ist natürlich um einiges spannender. Ja, wie gesagt, in Köln gibt es eine ganze Menge zu sehen. Ich gucke, dass ich das alles hier in der Länge des Clips auch irgendwie durchgeballert bekomme. Also seid mir nicht übel, wenn es manchmal ein bisschen schnell sein sollte. Aber ihr könnt ja mal wieder zurückspulen. So, insbesondere abends tobt in der Altstadt das Leben. Die zahlreichen Brauhäuser locken Einheimische sowie Touristen mit Kölsch und rheinischem Frohsinn. Ein lecker Kölsch, ein Kölsch geht immer. Nicht jeder ist von Kölsch überzeugt, aber man kann es sehr gut trinken. Die Altstadt zählt damit zu den besten Köln-Sehenswürdigkeiten für junge Leute. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal in Köln seid und ihr euch das Nachtleben gönnen wollt, geht in die Altstadt. Kirchen haben wir auch natürlich eine ganze Menge. Unter anderem, wir haben ja den Dom schon mal gehabt. Aber es gibt ein Bauwerk, das ist noch deutlich älter wie der Kölner Dom. Und zwar Groß St. Martin. Besonders markant in der Kölner Innenstadt ist die Kirche Groß St. Martin. Die romantische Kirche stand schon am Rheinufer, als an den Bau des Kölner Doms noch nicht einmal gedacht wurde. Der erste sakrale Bau an dieser Stelle geht auf das Jahr 10, also 10. Jahrhundert, geht auf das 10. Jahrhundert zurück. Dieser wurde aber Mitte des 12. Jahrhunderts zerstört und bis ins 13. Jahrhundert wieder aufgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche erheblich zerstört, konnte jedoch wiederhergestellt werden. Das Besondere an St. Martin ist der kleeblattförmige Chorstuhl. Aus ihm ragen die vier charakteristischen Türme hervor, die Teile der Kölner Skyline prägen. Im Inneren kannst du Reste der historischen Bemalung bestaunen. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Es gibt ja diese Personenkreise, du fährst nach Köln, um wirklich Fotos zu machen. Machen ganz viele asiatische Leute. Also wenn man mal hier aus dem Bahnhof rausgeht und man geht Richtung Domplatte, man sieht nur noch Kameras. Und hinter den Kameras haben wir asiatische Personen. Gut, die sind ja bekannt für Fotos. Und dann hast du natürlich welche, die wollen Party machen, die gehen in die Altstadt. Oder welche, die sich einfach für Kirche, Christentum und sowas interessieren. Kirchliche Geschichte. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Auch einiges. Und das ist natürlich auch alles kostenlos. Es gibt aber auch noch etwas, da ist der Kölner genauso stolz drauf wie der Kölner Dom. Und zwar ist das der Rhein. Der Rhein teilt Köln in die linksrheinische Seite. Oder wie die Kölner sagen, die richtige Seite. Und in die rechtsrheinische Seite. Die Folge richtig, die falsche Seite ist, also die Schiltig. Auf der richtigen Seite befinden sich die bekanntesten Köln-Sehenswürdigkeiten wie der Dom, die Altstadt und zahlreiche Museen. Es ist schön, dass ich auf der richtigen Rheinseite bin. Direkt an den Ufern des Rheins liegt der Rheingarten, eine Parkanlage und Flaniermeile, die sich von der Hohenzollernbrücke bis zur Deutzer Brücke erstreckt. Sie ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Von hier aus kannst du auch zu einer Rheinrundfahrt mit dem Schiff aufbrechen. Es ist fast unmöglich, alle Köln-Sehenswürdigkeiten an einem Tag abzulaufen. Glaub mir, ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Mit einer Rheinrundfahrt kannst du zumindest die bekanntesten Köln-Sehenswürdigkeiten deiner Liste ganz bequem sehen.
auf der falschen Seite, also der Schelsig, blockt seit 2015 in der Rhein-Boulevard. An der Deutzer Promenade wurden Treppen und eine ausladende Spaziermeile gebaut, die vor allem im Sommer viele Menschen anlockt. Und das nicht zu Unrecht. Von hier hast du einen perfekten Blick auf die linksrheinische Seite und viele der Sehenswürdigkeiten von Köln und der Altstadt. Von hier hast du einen Blick in die Altstadt, der ist schön, ja? Stimmt. Wenn man sich das so anschaut, du siehst von der anderen Rheinseite auch schon, was da los ist. Übrigens ist der Rhein eine der besten kölnischen Sehenswürdigkeiten, die mit Hund zu erleben sind. Vierbeiner, wie auch Zweibeiner, werden am Rhein ihr perfektes Fleckchen finden. Kann ich euch versprechen, es ist sehr beiläufig. Einen kleinen Tipp kann ich euch dann auch noch geben dazu. An der sogenannten Rodenkirchen Riviera kannst du Urlaubsfeeling pur erleben. Hier gibt es nämlich einen feinen Sandstrand direkt am Rhein. Zahlreiche lauschige Plätze laden zum Entspannen und Picknicken ein. Längst kein Geheimtipp mehr. Aber trotzdem. Eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in Köln und Umgebung. Ich habe euch ja vorhin mal angesprochen hier, die Hohenzollernbrücke. Auch die ist ein sehr, sehr markantes Bauwerk und auch sehr beliebt. Denn ich erzähle euch jetzt erstmal was über die Hohenzollernbrücke und dann gehen wir kurz auf die Kleinigkeiten ein. 1907 bis 1911 als Ersatz für die zunehmenden überlastete Dombrücke gebaut, war sie die einzige am der Rheinbrücken in Köln, die nicht im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört wurde. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Nächste Haltestelle. Eine Brücke ist stehen. Ludwigplatz. Umsteigemöglichkeit. Das hat die Wehrmacht lieber selbst erledigt. Haha, das ist nicht stehen geblieben. Habe ich euch doch mal irgendwie ein wenig in die Irre führen können. Nee, das haben wir selber gemacht. Warum haben wir das gemacht? Um den alliierten Truppen die Rheinüberquerung schwerer zu machen. Natürlich. Nach dem Krieg wurde sie, anders als vorher, als reine Eisenbahn- und Fußgängerbrücke wieder aufgebaut. Autos haben hier keinen Zugang. Und es funktioniert nicht. Du kommst mit dem Auto da nicht drauf. Jetzt kommen wir auch dazu, warum das Ding wirklich so Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Das bekannteste an der Hohenzollernbrücke sind jedoch die inzwischen über 500.000 Liebesschlösser. Die Brücke ist eine der Köln-Attraktionen für Paare. Ne, das heißt also, wenn du verliebt bist, ein bisschen Köln, dann hast du ein Vorhängeschloss, du hast in den meisten Fällen, so ist das, wenn man sich die Schlösser anguckt, sind da die Namen drauf von dir und deiner Partnerin. Du hängst da dran und der Schlüssel, der wird in den Rhein geschossen. Und zwar kann ich euch dazu auch noch was erzählen. Das ist jetzt so, was ich jetzt so aus dem Kopf wusste. Ja, weil wie gesagt, ich habe mir ja Notizen gemacht. Und zwar ist das, seit 2008 hat sich der Brauch als Zeichen ewiger Liebe ein kleines Vorhängeschloss mitsamt den Namen des Paares am Geländer der Brücke zu befestigen, auch hier durchgesetzt. Also seit 2008, also roundabout 11 Jahre. Der Schlüssel wird traditionell zusammen in den Rhein geworfen. Damit ihr nie mehr auseinander geht. Mehr als einmal hat die Deutsche Bahn überlegt, die Schlösser zu entfernen. Da man befürchtete, das Gewicht der Schlösser könnte die Statik der Brücke gefährden. Das ist wahr. Also man hat sehr oft in der Vergangenheit darüber nachgedacht, ob man die nicht wieder entfernen soll. Die Schlösser hängen noch und machen die Hohenzollernbrücke zu der romantischen unter den Köln Sehenswürdigkeiten, vor allem für junge Leute. Ja. Was ist wichtig in Köln? Ne? Habt ihr eine Idee, was ist wichtig in Köln? Überall in Deutschland hast du 4 Jahreszeiten. In Köln hast du 5.
Köln gibt es die Karneval. Und das ist alles umsüß, außer du willst was trinken. Der Karneval bzw. die Fastnacht hat im Rheinland eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter verfolgt werden kann und vor allem in der frühen Neuzeit einen Höhepunkt hatte. Auch damals hatte man sich verkleidet und Fastnachtsspiele vorgetragen. Heute verbindet man den Karneval vor allem mit Kostümen, Büttenreden und dem Rosenmontag. Nächste Haltestelle. Die fünfte Jahreszeit beginnt jedes Jahr am 11.11., wenn um 11.11 Uhr in der Altstadt, begleitet von Karnevalsmusik, das Kölner Dreigestirn vorgestellt wird. Zum weltbekannten Straßenkarneval dauert es dann aber noch etwas. Genau, das ist ein der Straßenkarneval, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie der Rosenmontag fällt. Es kann im März sein, aber in der Regel ist es eigentlich immer im Februar. Erst der Donnerstag vor Aschermittwoch, die Weiberfastnacht, markiert den eigentlichen Beginn der großen Party. Dann finden schon die ersten großen Karnevalsfeiern statt. Und die Straßen sind voll von Jecken und Feierwütigen. Und das kann ich euch ganz klar bestätigen. Also wenn du jetzt keine Jeck bist und du fährst ganz normal zur Arbeit, viel Spaß. Und ganz wichtig, Kinders, ganz wichtig, wenn ihr Männer seid. Männer sollten bei einem Besuch der Weiberfastnacht aufpassen. Es ist Brauch, dass Frauen den Männern nächste Haltestelle. Aber wenn ihr eine Krawatte anhabt, die vielleicht auch irgendwie von Louis Vuitton ist und da weiß der Geier, wovon man Krawatten kriegen kann, das kann teuer werden. Höhepunkt im Karneval ist aber der Rosenmontag. Der traditionelle Rosenmontagszug mit den zahlreichen reich geschmückten Wagen, oftmals mit politisch satirischen Botschaften, zieht vom Klotwigplatz in der Südstadt. Da kommen wir wieder zur Südstadt, bis in die Altstadt, da sind wir wieder in der Altstadt, und verläuft sich in der Mohrenstraße. Da ist immer Endstation. Endstation klingt gut, ne? Also da löst er sich quasi auf. Die Altstadt ist dann brechend voll mit wilden Feiernden, ausgelassenen Jecken, überall wird gesungen, getanzt und recht viel getrunken. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Kennen wir, ne? Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Fastzeit beginnt. Ja, Fastzeit, die Fastenzeit. Also, es wird gefastet. Erst feiern, dann fasten. Insbesondere der Rosenmontagszug ist einer der besten Kölner Sehenswürdigkeiten für Kinder. Nicht zuletzt, weil die Jecken und Bonbons und Süßigkeiten, die sogenannten Gamelle und Strüsse für die Frauen. Strüsse sind Blumensträuße. Kleine Blumensträuße nennen sich hier Strüsse. In die Menge schmeißen. Also, wenn ihr sowas mal sehen wollt, ich kann es nur empfehlen. Aber seid standfest, der Zug von Anfang bis Ende geht roundabout 5 Stunden. Nächste Haltestelle. Cäsarstraße. Was ist in Köln natürlich wichtig? Na kommt. Ne? Was den Bayern ihr Weißbier und den Düsseldorfern ihr Alt, ist den Kölnern ihr Kölsch. Klassisch aus schlanken, zylinderförmigen 0,2er Gläsern, Stange genannt, getrunken, zeichnet es sich vor allem durch seinen milden Geschmack aus. Serviert wird es vom sogenannten Kürbis. Dazu hat er oft einen Kölschkranz, der bis zu 18 Gläser fassen kann. Also der Kürbis ist in Köln der Kellner. Damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt wieder Achtung. Du bekommst so lange unaufgefordert ein neues Kölsch hingestellt, bis du einen Bierdeckel auf dein Glas gelegt oder die Rechnung gestellt hast. Machst du das nicht, hast du immer wieder, wenn du in einen guten, wirklich gesagt, einen guten Betrieb bist, wo der Kürbis gut arbeitet und der Kürbis gut geschrieben wird und die kölsche Tradition eingehalten wird, immer wieder neues Kölsch da stehen und du kannst nicht Nein sagen, weil dann ist man sehr beleidigt und das Kölsch hat man trotzdem zu bezahlen.
Kommen wir nochmal kurz zur Südstadt. Die Südstadt ist das wohl kölscheste aller Stadtviertel in Köln. Kann ich auch bestätigen. Ich arbeite in der Südstadt. Es heißt, die Südstadt sei mehr ein Gefühl als ein klar abgegrenztes Gebiet. Liebevoll nennen die Kölner es daher Fädel. Hochdeutsch Viertel. Nächste Haltestelle. Es ist, ist in etwa mit den vergleichbar, was in Berlin als Kiez bezeichnet wird. Geprägt ist die Südstadt von einer urbanen Mischung aus alteingesessenen Urkölnern, Zugezogenen aus ganz Deutschland und Menschen aus aller Herren Länder. Vor allem im Sommer zieht es die Bewohner aus ihren Häusern, um draußen zu sitzen, zu quatschen und dabei, wie soll es anders sein, ein Kölsch zu trinken. Die quirlige Atmosphäre kommt nicht zuletzt auch dadurch, durch die hohe Dichte an kleinen Geschäften, Cafés, Kneipen und Restaurants rund um den Klotwigplatz. Wir erinnern uns, der Klotwigplatz, ne, ist auch im Add-on vertreten. Und die umliegenden Straßen findest du Handboutiquen, Traditionskneipen, kleine Handwerksläden und Biergärten. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an meinem ersten Clip aus Köln, da habe ich ja auch gesagt, dass eine Pizzeria ansässig ist, die verdammt lecker ist. Auch die gehört auf jeden Fall definitiv meines Erachtens dazu. Das Fädel ist eines der wenigen Gebiete in Köln, das von den Weltkriegsbomben verschont wurde. Und so zeigen sich die Straßen auch heute noch mit ihren historischen Gründerzeitfassaden und sind eine besondere, begehrte Wohnanlage. Und so verwundert es nicht, dass sich hier einige prominente Bewohner finden. So zum Beispiel Anke Engelke, Gabi Köster oder Wolfgang Niedecke. Wer Köln mit echten Kölnern erleben will, der darf diese unserer Köln-Sehenswürdigkeiten nicht verpassen. Und wenn man die Augen offen hält, sieht man wirklich einige prominente Personen. So, ich habe jetzt hier auch noch etwas aus dem Rheinauhafen. Das seht ihr öfters auch im Fernsehen. Da müsst ihr mal ganz genau darauf achten. Das sind drei Gebäude, die eine etwas andere Architektur haben wie üblich. Denn die besonders markant wirken die rechteckigen Kranhäuser am Rheinauhafen. Nächste Haltestelle. Unweit der Stadt. Es ist echt nicht weit. An den Ufern des Rheins liegen der Rheinauhafen. Liegt der Rhein. Für die großen Rheinschiffe zu klein geworden, wurde der Rheinauhafen in den 1980ern als Hafen aufgegeben und die Stadt Köln entschied sich, dass die architektonisch, so jetzt haben wir es, umzugestalten. Seit den 2000er Jahren hat er ein modernes, beinahe futuristisches Antlitz. Besonders bekannt ist das Bild der wie Tetris-Steine wirkenden Kranhäuser. In ihnen befinden sich Luxuswohnungen und Büros. Nicht umsonst gilt der Rheinauhafen als Nobelviertel und hat einen Yachthafen. Da kann ich es auch bestätigen. Ich habe nämlich mal eine Wohnungsannonce gelesen. Da war ein Apartment frei in einem dieser Kranhäuser. Also mit 5000 Euro kalt bist du dabei. Wer es sich leisten kann, kann gerne dorthin ziehen. Neben den neuen Gebäuden wurde die alte saniert und machen den Rheinauhafen so zu einem spannenden Mix aus neu und alt. Auch dort bin ich schon durchgeschlendert. Ein Spaziergang entlang am Rheinauhafen zählt ohne Frage zu den Sehenswürdigkeiten von Köln. Galerie, Bars und Restaurants laden zu einem längeren Aufenthalt ein. Auch ein Tipp hier am Rheinauhafen, genauer am Südkai.
steht die Currywurstbude aus dem Kölner Tatort. Die Wurstbraterei. Nächste Haltestelle. Mhm. Wasserwerk. Ein Muss bei einem Bissen in Köln. Auch ganz wichtig, sollte man auch kennen oder vielleicht auch mal gesehen haben, wenn man in Köln ist, ist das Schokoladenmuseum. Es ist das meistbesuchteste Museum Köln. Ja, Köln. Und besonders süß. Deswegen Schokoladenmuseum. Auch hierzu ein kleines geschichtliches Feedback. Auf einer Halbinsel im Rheinauhafen liegt mit dem Schokoladenmuseum Kölns ein beliebtestes Museum. Rund 650.000 Besucher jährlich. 650.000 Besucher jedes Jahr. Können sich nicht irren. Das Schokoladenmuseum ist eine der leckersten Kölner Sehenswürdigkeiten. Und das nicht nur für Kinder. Auf ca. 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf 3 Etagen, lernst du alles über Schokolade. Vom Kakaobaum, über die Kakaobohne, bis hin zur fertigen Schokolade. Aber auch die Kulturgeschichte der Schokolade, angefangen bei den Azteken und Maya, bis hin zum heutigen Alltagsprodukt, ist Teil der Ausstellung. Außerdem kann anhand einer kleinen Produktionsanlage die Schokoladenherstellung hautnah erlebt werden. Wer mag, kann gerne probieren. Ja, kann man. Kostenlos. Schön. Im Rahmen von Führungen und speziell buchbaren Paketen kann aber auch mehr Schokolade probiert und sogar selber gemacht werden. Das Schokomuseum ist unbestritten eine der besten Sehenswürdigkeiten in Köln mit Kindern. So, jetzt haben wir noch einen schönen Punkt. Ja, da war ich selber drin, denn da habe ich geheiratet. Ja, und wo heiratet man? Natürlich im Rathaus. Und wenn man es richtig macht, im historischen Rathaus von Köln. Und auch hier kann man sich alles ansehen. Alles, was ich hier erzähle, ist alles nur zum Anschauen gedacht. Wie es sich für ein Rathaus gehört, steht auch das Rathaus Köln mitten im Herzen der Kölner Innenstadt. Erste Erwähnungen eines Rathausbaus an dieser Stelle finden sich bereits im 12. Jahrhundert. Dieser wurde im 14. Jahrhundert durch den heutigen gotischen Hauptbau und den charakteristischen Turm ersetzt. Die Kölner verbinden ihr historisches Rathaus in erster Linie mit der Renaissance-Laube an der Westfassade des Hauses. Sie gilt als eines der typischen Renaissance-Kunstwerken und ist ein besonderes Highlight der Rathausarchitektur. Umso glücklicher waren die Kölner, als die Laube von den Bomben des Zweiten Weltkriegs im Großen und Ganzen verschwunden geblieben waren. Der Turm war allerdings erheblich beschädigt und brannte von innen fast vollständig aus. Die gesamte Wiederherstellung des Rathauses dauerte bis in die 1980er Jahre hinein. Heute ist besonders der Turm mit seinen 124 Figuren ein Hingucker. Im Inneren ist der Hansasaal hervorzuheben. Er ist besonders reich ausgeschmückt und war lange Zeit der Repräsentationssaal des Rates und ursprünglich Tagungsort der Hanse. Das historische Rathaus Köln ist der markanteste Profanbau in Köln und ist in der Innenstadt eine der Sehenswürdigkeiten. So, wir haben jetzt noch, ich guck mal eben, was ich noch so vorbereitet habe. Genau, wir haben noch ein kleines Museum mit dabei. Und zwar das Wallraf-Richards-Museum und das Foundation Corbun. Das werde ich jetzt ein bisschen zügiger bearbeiten. Unweit des Rathauses liegt mit dem Wallraf-Richards-Museum das älteste Museum Kölns. Im Zusammenschluss mit der Foundation Corbun hat Köln damit eine der größten und bedeutendsten Gemäldegalerien Deutschlands.
Die Foundation Kabu beherbergt das größte Konvolut an impressionistischer und neo-impressionistischer Kunst. Was für Wörter. Im Wallraf Richards Museum und der Foundation Kabu ist unter anderem Werke von Rubens, Rembrandt, Manet, Monet, Van Gogh, Renoir oder Giorgi zu sehen. Das grafische Kabinett stellt Zeichnungen von Da Vinci, Dürer, Rubens, Liebermann, Rodin und anderen aus und sollte bei einem Besuch nicht ausgelassen werden. Dieser Museumskomplex ist unbedingt eine Sehenswürdigkeit Kölns. Also der Kunstmarkt ist auch sehr aufgehoben. Kommen wir zum letzten. Da haben wir nämlich noch etwas, wenn man sich einfach mal so die Seele baumeln lassen möchte. Und zwar der Rheinpark. Auf der rechten Rheinseite, wir haben gelernt, der richtigen Rheinseite, befindet sich einer der schönsten Parks Deutschlands. Lerchenweg. Der Rheinpark. Obwohl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts unter preußischer Herrschaft entstanden, hat der Rheinpark sein heutiges Aussehen erst seit der Bundesgartenschau 1957. Das damals doch arg in Mitleidenschaft gezogene Gelände wurde aufwendig wiederhergerichtet und im Stil einer Auenlandschaft angelegt. Ja, alles wurde damals kaputt gemacht und alles wurde wieder teuer hergestellt. Seither besteht der Park an der Uferpromenade vor allem aus großen Wiesen und Freiflächen, eingerahmt von mächtigen Baumreihen. Viele Brunnen und Blumenbeete erinnern noch heute an die Gartenschau. Nächste Haltestelle. Ein Teil der Buga, Straße. Also Buga Bundesgartenschau, ist auch wir bitten die alle Fahrgäste Parkeisenbahn. Seit 1957 fährt sie auf 2 Kilometern Länge ihre Runden. Heute lädt der Park Kölner und Touristen zum Entspannen, Spazierengehen und Sporttreiben ein. 2 Spielplätze und ein Skateboardpark sind ideale Ausflugsziele für Kinder. Auch so an diesem Skateboardpark haben der ein oder andere von euch vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Heute zählt der Rheinpark zu den beliebtesten Köln-Attraktionen. Ein besonderes Highlight des Rheinparks ist die Kölner Seilbahn. Auf einer Länge von 935 Metern und in einer Höhe von ca. 26 Metern fahren Gondeln von der linksrheinischen auf die rechtsrheinische Seite und zurück, natürlich. Der Rheinpark steht für die Gartenarchitektur der Nachkriegszeit und ist eine der schönsten Adressen unter den Sehenswürdigkeiten in Köln. So, ich hoffe, ich habe euch etwas mehr über Köln erzählen können. Die passenden Bilder habe ich ja auch mit dabei gefügt. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen in die nördliche Richtung. Abonniert diesen Kanal. Alles, was ihr benötigt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen, wie ihr mir helfen könnt. Und bis dahin sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Mal sogar fürs Zuhören. Und bis bald. Haltet die Ohren steif, euer Andi. Ciao.